Yo, yo, YouTube, hier ist wieder Nuyen, euer Barber Pro. Willkommen zurück auf meinem Channel. Heute wieder das nächste Hair-Tutorial und zwar ein schönen Fade wieder. Diesen Kollegen bzw. das Modell, das kennt ihr schon, weil dazu habe ich ein Video gemacht gehabt. Aber da hatte der noch nicht einen ganzen Fade gehabt, sondern einfach nur einen schönen Fasonschnitt, also richtig kurz. Deswegen denke ich mal, dass ihr den wiedererkennen werdet. Und in diesem Sinne, immer schön dranbleiben und nicht vergessen, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Hier unten werde ich es verlinken. Nuyen, ciao. Als allererstes benutze ich meinen Wall Detailer und schneide erstmal die Grundlinie, bis wohin ich ungefähr den Fade haben möchte. Anschließend schneide ich dann mit meinem Detailer alle unteren Haare von der Grundlinie weg. Jetzt benutze ich meinen Andys Vollschäfer und shave erstmal oder schneide erstmal wirklich unter der Grundlinie die ganzen Haare weg, aber nicht bis ganz oben, ungefähr 0,5 cm Abstand halten, weil wenn ihr bis ganz oben schneidet, habt ihr eine komplett Null geschnitten und die dann wegzuschneiden, die Linie ist sehr, sehr schwierig. Deswegen lasse ich immer noch einen ganz kleinen Abstand noch zwischen den oberen Haaren und der Grundlinie, die darunter ist, Abstand. Jetzt nehme ich meinen Wall Detailer nochmal und drehe den Detailer um und schneide wirklich den ganz kleinen Abstand, den 0,5, was ich euch vorher gesagt habe, tue ich wegschneiden, so damit es einen schönen Übergang ergibt von 0 zum Haar hin. Weil das ist nämlich nicht so einfach zu schneiden, weil wenn ihr im Video mal schaut, seht ihr das, dass trotzdem noch eine ganz kleine Linie zu sehen ist und die versuche ich mit meinem Detailer wegzutrimmen. Jetzt benutze ich meinen Wall Magic Clip plus 4,5 mm Aufsatz, also 1,5 und schneide wirklich erstmal die oberen Haare ab, aber nicht bis ganz oben, sondern ungefähr 2 cm über die erste Grundlinie schneide ich ab. Nun benutze ich nur mein Wall Magic Clip Level Open und schneide ungefähr von der ersten Grundlinie, die ihr habt, 1 cm darüber. Und geht von der rechten Seite bis zum Hinterkopf und vom Hinterkopf bis zur linken Seite erstmal den ganzen Kopf entlang. Jetzt wechsle ich von Level Open auf Halfway und mache genau dasselbe wieder, aber gehe nicht bis ganz hoch, sondern ungefähr nur bis zur Hälfte. Und schneid wieder am ganzen Kopf entlang. Zu guter Letzt benutze ich mein Wall Magic Clip Level Close, also den Hebel nach ganz oben ziehen und flick jetzt aus, also wirklich nur versuchen die Linie wegzuschneiden. Also nicht hochgehen mit der Maschine, sondern einmal rein und wieder hochziehen. Einmal rein und wieder hochziehen, so. So, Flick-Out nennt man das.
Jetzt kommen wir wieder zu meinem 4,5 mm Aufsatz und schneide nochmal als Absicherung die ganzen Haare, die darüber liegen, erstmal ab. Danach wechsle ich sofort auf Halfway bzw. auf Close, also den Hebel ganz nach oben ziehen, Level Close, und schneide dann wieder über die nächste Grundlinie, also über die zweite, die ihr geschnitten habt, die man ja sieht, erstmal die ganzen Härchen ab. Aber geht nicht bis ganz hoch, weil ihr seid ja jetzt, habt ja einen anderen Schnitt, also Level Close. Das ist halt kürzer, als wenn ihr Level Open habt. Nachdem ihr das gemacht habt, benutzt ihr den 3 mm Aufsatz mit dem Wall Magic Clip natürlich Level Open, also den Hebel ganz unten erstmal, und versucht erstmal die Linie wegzuschneiden. Wieder nur versuchen im Kopf bildlich vorzustellen und auf jeden Fall nicht höher gehen, als ihr den vorherigen Schritt gemacht habt, also den 4,5 mm Close, nicht höher gehen, sondern nur wirklich auf der Linie wegschneiden, wegfaden. Nun kommen wir zum Halfway, also nur den Hebel bis zur Hälfte hochziehen mit 3 mm Aufsatz und genau dasselbe machen. Wieder am rechten Kopf beginnen, bis hin zum Hinterkopf und vom Hinterkopf dann zur linken Seite. Die nächste Reihenfolge ist Level Close, also den Hebel ganz nach oben ziehen und wirklich jetzt nur die Linie, nur auf der Linie drauf gehen und rausflicken, also Flick Out Motion heißt das. Wirklich nur die Linie wegschneiden, nicht mehr, also nicht höher gehen, weil dann schneidet ihr Kanten rein und das ist richtig schwierig dann wieder wegzukriegen. Also dann müsstet ihr wieder den ganzen Vorgang neu machen, also wirklich nur auf die Linie drauf, wegfaden und das war's. Wegfaden, bap. Danach kommen wir zum 1,5 mm Aufsatz mit dem Wall Magic Clip. Erstmal Level Open, Hebel ganz nach unten und wieder nur die Linie, die ihr noch sehen könnt, noch ganz, ganz leicht sehen könnt, wegschneiden. Erst Level Open, danach wechselt ihr zu Halfway und dann zu Close. Nun kommen wir zu Halfway, also den Hebel nur bis zur Hälfte hochziehen und dann wirklich wieder nur auf die Linie drauf gehen und Flick Out Motion, also wegschneiden. Aber nicht höher gehen, wirklich nicht höher gehen. Nachdem ihr alle Steps gemacht habt, also von Open zu Halfway, macht ihr nun Closed wieder und versucht nur die Linie wegzuschneiden. Ich kann es immer nur oft genug sagen, weil selbst aus eigener Erfahrung kann ich das sagen, ich habe es immer falsch gemacht gehabt und da habe ich mir immer viele Kanten reingeschnitten. Also ich bin jetzt immer noch nicht perfekt, aber ich bin auf einem guten Weg dahin. Deswegen will ich immer so meine Erfahrungen euch ansagen oder im Video euch zeigen. Also wirklich jetzt zurück zum Thema 1,5 mm closed und wirklich nur die Linie in der Flick-Out-Motion. Ich kann es immer nur sagen, wirklich nur auf die Linie drauf und hochziehen. Auf die Linie drauf, hochziehen. Also wegflicken. Nicht wirklich eine neue Grundlinie schneiden, sondern einfach nur versuchen, die Linie euch bildlich vorzustellen und einfach nur wegzuschneiden, damit ein feiner Übergang entsteht. Jetzt nutze ich meinen ganz normalen Kamm und
stell meine Haarschneidemaschine auf Level Closed und schneide die überliegenden Haare einfach ab. Aber da passt bitte auf, dass ihr nicht zu viel abschneidet. Geht wirklich nur rein in den Haaren und dann ein bisschen leicht schräg nach außen, nicht nach innen, sondern nach außen drehen eurem Kamm. Weil dann macht ihr nämlich einen feinen Übergang. Das ist ganz wichtig. Um die oberliegenden Haare noch ein bisschen weicher zu schneiden, benutze ich meine Modellierschere und gehe einfach mit einem Kamm drüber und schneide die ganzen Haare ab. Ihr braucht keine Angst haben, dass da irgendwie an der Länge was fehlt. Es wird niemals passieren. Meine Modellierschere ist extra so gemacht, dass man da nur 50% der Haare wegnimmt. Das heißt, ein Haar ist lang, dann ist eins bis zur Hälfte und das andere ist wieder lang. Also wirklich, das tut es nur ausäffelieren, mehr nicht. Ja, zum Schluss gehe ich nochmal mit meinem Wall Detailer und schneide seinen Nacken schön aus. Also das heißt, im Nackenbereich sind ja immer noch leichte kleine Härchen zu sehen. Die schneide ich weg und dann schneide ich seine Konturen schön sauber mit dem Wall Detailer. Und das ist halt wichtig, dass ihr die Konturen auch noch mitschneidet. Das ist, sieht einfach vom Gesamtbild viel schöner aus, statt wenn das einfach nur so gelassen wird. Dann sieht das so, dann fehlt einfach was. Das Besondere in diesem Video ist, dass ich diesmal auch noch das Bartschneiden mit drin habe. Das heißt, dass ich wirklich seine Konturen richtig fein schneide. Und schaut auf jeden Fall im Video, weil das ist wichtig, wie ich den Bart schneide. Das heißt wirklich dort am Ohrbereich, dass ich da wirklich eine Linie runterschneide. Das muss nämlich sein, weil die meisten haben dort immer sehr unsauber abgeteilt bzw. abgeschnitten. Und das muss eine Linie sein. Und dann schneidet ihr das einfach alles ab. Nachdem ich alle Konturen erstmal geschnitten habe, gehe ich zu seinem Decker und schneide nur die Spitzen ganz leicht aus mit meiner Modellierschere. Weil er will ja seine Haare länger haben, aber trotzdem, dass sie noch schöner fallen. Da gehe ich mit meiner Modellierschere lang und schneide nur grob seine Spitzen ab. Jetzt, was richtig wichtig ist, und zwar, er möchte gern von seinen seitlichen Partie möchte der einen Übergang zu seinem Bart haben. Das heißt, ihr müsst genau dieselben Steps machen wie beim Fade nach oben, müsst ihr jetzt euch umdenken und zwar nach unten. Das heißt, ich habe meinen 3mm Aufsatz genommen, Level Open, und schneide ungefähr so 2 cm von seinem Bart hin, von ganz oben erstmal runter. Und dann macht ihr Halfway und dann macht ihr wieder Close. Von der Theorie ist es dasselbe, nur ihr müsst jetzt umdenken, weil das ist ja jetzt nach unten geht und nicht nach oben. Danach nutze ich meinen 1,5 mm Aufsatz und mache genau dasselbe. Erst Level Open, dann Halfway und dann Level Close. Aber diesmal beim 1,5 mm geht ihr nicht bis ganz runter. Weil unten ist ja sozusagen die längste Seite und oben die kürzeste. Deswegen müsst ihr dann oben immer mehr wegschneiden und unten lassen. Zu guter Letzt benutze ich No Guard, also gar keinen Aufsatz, nur meinen War Magic Clip und mache wieder genau dasselbe. Level Open, Halfway und dann Level Close. Und dann habt ihr nämlich einen wunderschönen Übergang von eurem Kopf an der seitlichen Partie bis hin zum Bart rein. Habt ihr einen wunderschönen Übergang. Da ich noch gesehen habe, dass bei Ihnen am Bart noch eine leichte Kante zu sehen ist, habe ich meinen 4,5 mm Aufsatz genommen und darunter noch ein bisschen weiter reingeschnitten, so dass man nicht irgendwie eine Kante sieht, weil das sieht einfach blöd aus.
Jetzt benutze ich meinen Wall Detailer oder meinen Wall Trimmer und schneide mir erstmal die Grundlinie über seinen Kehlkopf am Bart. Schneide ich wirklich erstmal die Grundlinie und danach schneide ich ganz grob mit dem Trimmer erstmal unter der Grundlinie die ganzen kleinen Barthärchen weg. Danach benutze ich mein Rasiermesser und schneide dann die übrig gebliebenen Haare, Barthaare, schneide ich dann wirklich weg mit dem Rasiermesser. Seid da vorsichtig, weil da ist die Haut wirklich sehr dünn. Ihr müsst die vorher wirklich spannen erst mit einer anderen Hand. Spannt ihr die Haut und dann schneidet ihr mit dem Rasiermesser weg. Am besten wäre es natürlich, hätte ich eine warme Kompresse. Das macht man wirklich über das ganze Gesicht, damit es auch viel angenehmer für einen Kunden, auch, aber auch für den Friseur oder Barbier zum Wegschneiden der Haare, weil somit weicht ihr die Haare auf und die sind dann wirklich viel einfacher zu schneiden und sind viel weicher. So sind die sehr hart und da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht irgendwie ihn schneidet. Das ist ganz, ganz wichtig. Als Absicherung benutze ich meinen Andy's Voll Shaver, das ist ja der Trimmer, der normalerweise die ganzen kleinen Haare auch mit wegschneidet, benutze ich natürlich auch für seinen Bart und gehe da nochmal unter die Grundlinie und über seine ganzen Konturen nochmal entlang und schneide wirklich, damit das wirklich 100% sauber geschnitten ist. Jetzt nehme ich meinen normalen Kamm und gehe mit meinem Walltrimmer nochmal über seine Konturen entlang, ganz leicht. So den Übergang von Haut zu Haar müsst ihr ja reinkriegen. Ausnahme beim Bart an den Seitenkonturen. Da braucht ihr es jetzt nie unbedingt, dass es da erst kürzer werden muss und dann ein bisschen länger. Aber er wollte, dass ich die ganz kleinen Stüppel, die darüber hängen, einfach über seinen Bart, was einfach stört, schneide ich weg. Wirklich. Und beim Bart ist es ja sowieso immer so, dass man nie wirklich fertig wird. Also man sieht immer noch ein Härchen, was nicht in der Richtung sein muss, wie es sein soll. Und deswegen wird man eigentlich nie richtig fertig, perfekt mit dem Bart. Nun bin ich fertig mit dem Bartschneiden und jetzt gehe ich wieder zu seinem Decker. Habe ich erstmal nass gemacht, weil die haben ja dann währenddessen ich sein Bart gemacht habe, sind die wieder trocken geworden und föhnen die erstmal ganz entspannt in die Richtung, die der haben möchte. Er möchte die meistens alles nach hinten oder ein bisschen seitlich und da föhnt man schon mal in die Richtung, die man da haben möchte. Dann ist es natürlich auch einfacher, die Haare dann zu gelen oder zu wachsen, das ist ja klar. Nun benutze ich mein Got to Be, also was ich früher persönlich immer genutzt habe. Das ist ein Haarwachs, das könnt ihr kaufen bei DM für relativ wenig Geld. Und das ist auch wirklich sehr gut, riecht auch top. Und da gehe ich ungefähr eine Fingerkuppe, nehme ich vom Wachs, streiche die über meine Hand, mache die schön warm. Also wirklich lange streichen. Und dann gehe ich in seinen Haaren rein und massiere die schön ein alles, damit jedes Haar vom Wachs auch umschlossen ist und dann wird in die Richtung gestylt, die der Kunde haben möchte. Jo, und das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es gefallen hat, gebt mir bitte ein Like. Kommentiert unter diesem Video, vergesst nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, schreibt unter den Kommentaren, ob ihr vielleicht selber für mich ein paar Tipps habt, weil ich bin ja auch nur gerade noch in der Lernphase sozusagen und bin kein perfekter Mensch, deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn ich irgendwas falsch erklärt habe oder irgendwas nicht richtig exakt erklärt habe, weil ich bin ja selber noch dabei, vieles zu lernen, aber ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir selber ein paar Tipps geben würdet
oder auch ein positives Feedback, dann weiß ich, okay, ihr habt Bock darauf, ihr feiert das, was ich mache. Und ja, das macht mich halt im Endeffekt auch glücklich. Und so muss es auch sein. In diesem Sinne, euer Nuyen, vergesst nicht, immer schön zu supporten. Wir sehen uns, haut rein. Ciao, ciao.